Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge MLS 22 auf der nordfriesischen Marsch Vierfach. Es müsste der Dienstag sein. Einen wunderschönen guten Morgen. Grüße euch. So, er hier braucht noch 7 Minuten. Das heißt, der wird fertig. Das ist gut. Oh, der ist auch fertig. Sehr schön. Boah, wo bringe ich denn das hin? Heutrocknung. Passt, dann haben wir den schon mal unten. Das funktioniert. Okay, dann haben wir die Woche jetzt viel fertiggebracht. Muss man einfach mal so sagen, ne? Dann haben wir wirklich viel fertig gemacht. Oh, der wird auch fertig. Wer ist das? Er wird auch... Sag mal. Hat wieder alles zusammengespielt. Also er hier wird... Aber hier müssen wir nochmal Vorgewende machen. Aber gut, das bringen wir hin. Er ist auch fertig. Sag mal, jetzt wird es aber spooky hier. Keine Mission mehr offen. Ja, das könnte man machen, aber machen wir es erstmal nicht. Ich würde sagen, wir nehmen erst mit der Mission an, wenn wir dann gespult haben. Wir haben ja ausgemacht, dass wir spulen. Der Deal gilt natürlich. Ich will nur fertig ansehen. Und, wichtig, wichtig. Hier, glaube ich, sind wir irgendwo. Genau, den brauche ich jetzt. Dann bringe ich jetzt eine Fuhre Gülle zum Separator. Und dann bringe ich die Milch zum Labor. Ne, zur Molkerei und zum Labor. So war richtig. Dann haben wir das nämlich auch gemacht. Abladen ist andere Seite, glaube ich, ne? Ja, das werde ich heute eh nicht mehr machen, Micha. Raus damit. Dann holen wir gleich Gülle da vorne. Ja, habt ihr euch nie gefragt, wie Kakao entsteht? Genau so. Zuerst Gülle und dann Milch. Ich verstehe das Problem jetzt nicht. So. Deckel öff. Oh, wer hat denn den LKW so ungünstig hingestellt? So, das läuft. Ist noch irgendwas wichtig? Habe ich irgendwas vergessen, Chat? Schafft ihr das jetzt mal? Ich habe irgendwie das Gefühl, irgendwas fehlt, aber ich weiß nicht was. Wo ist denn der Abfahrer von dem hier? Achso, der fährt ja zur Zuckerfabrik, ne? Das ist er hier. Nee, das ist nicht er hier. Ist es er hier? Nee, ist es auch nicht. Er ist es. Ja, alles gut. Das ist ein Singleplayer-Projekt? Stimmt, hast du recht. Ist ein Argument. Okay. Ach, wir sind voll hier. Mäuschen, sag das doch. Sag das doch einfach, dass wir hier voll sind. Lohnt sich, glaube ich, nicht mehr jetzt. Lass mal den einfach mal an der Seite stehen irgendwo. Das gibt wieder ein absolutes Chaos, wenn es hell ist, aber das ist es nun mal so. Okay. Ja, hier steht natürlich alles rum, das ist klar. Voll, voll. So, ab zum Separator. Dann haben wir da schon 100.000 Liter drin. Dann müssen wir gucken, wie viel Milch wir haben. Wir werden einfach einen Kuhstall zur Molkerei bringen und einen Kuhstall zum Labor. Dann müsste es ja plus minus passen, ne? Und ich denke, die 100.000 Liter Gülle, die hier dann drin sind im Separator, werden auch reichen, bis wir wieder, bis dann hell geworden ist. So, raus damit. Dann bewegt sich das schon mal wieder. Lass uns kurz die Kuhstelle checken. Hier haben wir drin 60.000 Liter und hier haben wir drin 185.000 Liter. Okay, das ist der kleinere. Das heißt, wir holen das vom Hof jetzt ab. Okay. Dann fahren wir, müssen wir auf die Seite fahren. Dann müssen wir uns auch, ich weiß nicht, was der geholt hat, aber ist egal jetzt erstmal. So, raus damit. Dann machen wir das schon mal auf die Molkerei.
Muss aber dann gleich nochmal drehen oder ich schicke ihn vorne raus. Geht auch. Das dauert wieder lange. Das ist der Grastransporter. Hier ist die Sämaschine. Wie gesagt, da wird zum Thema Spulen. Hier wird gewartet. Die zwei Produktionen werden noch aufgefüllt und dann haben wir es. Dann können wir meinetwegen gerne spulen. Ich hoffe, dass ich da nichts vergessen habe. Ich glaube aber nicht. Nee. Mir fällt nichts mehr ein. Bisschen Geld haben wir auch noch. Da kommt man, glaube ich, über die Nacht. 500.000 müsste reichen. Vorschlag. Nach diesem Wochenende spulen ist es nicht... Was, dass du nicht vergisst? Nach dieser Woche spulen. Nee. Das bringen wir schon hin irgendwie. Das bringen wir schon hin. Irgendwie wird es funktionieren müssen. So, gehen wir aber gleich hier vorne hin. Was hat denn der geholt? Ach, der hat das Mineralfutter von A nach B gebracht, richtig? Ja, nee, Kalk. Kalk hat er von A nach B gebracht. Also wir werden auf alle Fälle spulen. Wir werden, wenn du das so gemeint hast, dann ist es richtig, ja. Wir werden auf alle Fälle noch spulen. Erstens, damit wir nächste Woche wieder hell haben und zweitens, damit ich auch für die Thumbnails beleuchtete Sachen habe. Damit er wieder hell ist. So, das passt auch. Dann stellen wir den hier rein. Wir müssen auf alle Fälle aufräumen dann. Okay. Achso, den kann ich nach Hause schicken. Das war ja umsonst. Und hier kommt das Gras rein. Den können wir gleich noch aufräumen. Der muss getankt werden. Da können wir das noch gleich machen. Wir müssen nur im Auge behalten, wann der Kollege, der ist jetzt gerade unterwegs. Das hier ist die Molkerei, ne? Okay. Ah, da gehen wir doch gleich in den rein. Komm. Und machen wir das Geschichtchen da. Das glaube ich war hier vorne beim Abladen, ne? Ich lasse das immer mit der D machen, deswegen bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Könnte aber gut sein. Ja, das passt. Dann, stellen wir uns schon mal das Labor ein. Labor. Hier. Abladen. Was nein, Hingi? Was ist nein? Tell me more. Das war der Verkauf. Ich habe nicht geguckt, das war der Verkauf. Shit. Wir müssen gleich nochmal hierher kommen. Ey, das war... Ah! Hingi, wenn du mir das gleich schreibst... Ich habe nur nein gelesen, aber ich habe nicht realisiert, warum. Shit. Das wäre jetzt schön gegangen, ne? Schade, schade. Okay. Ich glaube, wir haben ja noch 80.000... Also wir haben jetzt noch in Summe 140.000 Liter haben wir noch. So ist richtig. Typisch. Weißt du, vom Patty kommt auch nur Scheiße, ne? Den ganzen Abend hörst du nichts und dann, wenn irgendwas passiert, dann ist Patty da. Wir können auch hier reinfahren. Das ist nicht schlimm. Wir können aber jetzt ungefähr so, ich sag mal, 50.000 Liter mitnehmen. Nicht alles. Und dann fahren wir zum Labor hoch und dann fahren wir dann nochmal hin. Waffel, grüß dich. Ist noch nicht da. Wurde nochmal nachgeschickt. Wird die Tage wahrscheinlich sein. Kommt drauf an, was Giants jetzt macht. Oder wie schnell Giants jetzt ist. Micha hat davor schon ein paar Sachen reingeschrieben. Aber wenn du nicht da warst, dann weißt du das natürlich nicht. Verstehe ich. Passt. Eine Sache muss ich jetzt aber nachgucken. Kommt er überhaupt oben ran? Oder stehen da so viele Paletten vor, dass da keiner mehr vorbeikommt?
Naja, das müsste eigentlich passen, ne? Hefe haben wir jede Menge. Und was haben wir hier? Zucker wahrscheinlich. Ja, ja, klar. Nicht schimpfen, sondern trösten, Diva. Ich kann mir vorstellen, dass Party wahrscheinlich wieder Dino rumspielt und das ist Befriedigung genug, dass er alle 2 Minuten gefressen wird. Ja, wahrscheinlich. Ich hätte einfach AD weiterfahren lassen sollen. Der wäre dann abgebogen und hinten hin. Ich habe gedacht, komm, ich mach schnell selber. Ja, Pustekuchen. Kannst du knicken. Aber er hier ist fertig. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Dann können wir das hier abbrechen. Und den nach Hause fahren lassen. Zu Hause muss natürlich jetzt ohne Ende stauen. Ist mir vollkommen klar. Ne, der Einzelparkplatz ist hier nicht frei. Na gut, dann muss man stehen lassen. Was hast du jetzt noch vor? Ja, du müsstest eigentlich nochmal ein Vorgewende machen, mein Freund. Eigentlich müsste er noch ein Vorgewende machen. Wobei, das hat nicht so viel Stress, sag ich mal vorsichtig. Der fährt jetzt hier hoch, der fährt hier rein. Das ist gelegt. Also wir haben fast alles, bis auf die verdammte Milchaktion jetzt. Das war jetzt dumm. Das war wirklich dumm. Ach, hier haben wir noch ein Schneidwerk stehen. Das hätte ich jetzt vergessen, natürlich. Das müssen wir auch mal umparken. Ja, das müssen wir mal wieder auflösen. Das ist Stau in den Hallen, das ist halt, aber ich habe jetzt auch einen Moment Zeit, da kann ich es jetzt auch fix schon mal anfangen. Erstmal das Spooky. Das Spooky hat alles gemacht, ne? Das ist jetzt wieder ein Blödsinn hier. Ja, ja. Das passt. Den kleinen Spooky können wir aufräumen. Ja. Gromberg, grüß dich, ein wunderschönes Hallöchen. Meine, wo warst du letzte Woche? Urlaub. Nee, nicht Urlaub, Quatsch. Ich hatte die Tage kein Internet und dann wieder kein Borg und ach, alles Mögliche. Was soll ich dir sagen? Oh, der ist auch fertig soweit. Sehr gut. Wir können aber tatsächlich, da hast du recht, Hinky. Wir können tatsächlich sagen, er soll... Oh. Wir sagen ihm jetzt einfach, er soll uns nochmal ein Vorgewende machen. Das müsste dann funktionieren. Nee, nicht, kein Bock ist jetzt falsch gesagt, aber wenn du immer nur das Problem mit dem Internet hast und dann immer nur zu hören bekommst, es laggt, es macht dies und das und so weiter, dann hast du irgendwann die Motivation einfach nicht mehr, weißt du? Also wenn du da, wenn du hier sitzt, ne? Dann, und du bekommst nur zu hören, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße, hast auch irgendwann keinen Bock, weil es sind Sachen, wo du einfach nichts für kannst, weißt du? Das ist mein Problem. Bleib hier, Mäuschen. Ach, das war Steierfan, ne? Ihr habt alle bei mir so eine dunkle Farbe, ich kann euch gar nicht richtig sehen. So, der ist jetzt schon mal leer. Würde tatsächlich ihn jetzt aber auch hier mal kurz pausieren. Respektive rauswerfen. Ne, hier will ich nicht rein. Hier wollte ich rein. Dann lass mal das Vorgewende nochmal machen. Wie ist jetzt im Darknet? Ne, so ist nicht. Aber es waren heute auch schon wieder Lecks, also. Das blieb nicht aus heute. So. Oh, ich glaube, das ist sogar nur ein Vorgewende. Dann machen wir das gleiche, was wir gerade gemacht haben. Erstellen. Ja. Wir lassen es einfach komplett gleich. Ich glaube einfach nur, dass die erste Bahn übersprungen hat. Deswegen haben wir die noch stehen hier. Wann ist nochmal ein bisschen vor. Die hat das dann wieder gemacht, ein Stückchen, ne? Und da ist er wieder drin. Können wir hier weitermachen?
Ich habe das falsche Feld genommen, bin ich mir sicher. Nee, da war doch die 7, hä? Ja. Gucken wir nochmal nach. Was? Ach, ja. Warte, Quatsch mit Soße, ich bin selber schuld. Hier, das ist das Problem gewesen. Keine Uhrzeit gesehen, ja. Hast du den Roder wahrscheinlich nicht erst den Wegpunkt? Ja, wahrscheinlich. Ich habe den nicht erst den Wegpunkt, ich habe den nächsten Wegpunkt und dann ist er... Ich habe kurz geguckt und dann ist er abgebogen. Das war das Problem, glaube ich. So, jetzt müsste doch, ne, nächster Wegpunkt. Fahr. Wegpunkt 7, das müsste passen. Ja, dann macht er das jetzt auch. Wie gesagt, es ist nur das Vorgewende. Den Rest haben wir schon runter. So, wie geht's mit meinem LKW da oben? Ja, hab ich mir gedacht. Ob ich mir gedacht. Nee, das war doch hier vorne, das Abladen, oder nicht? Hier vorne war doch die Flüssigkeitsentnahme. So. Geld geht nicht rauf. Immer ein guter Punkt. Dann fährst du mir jetzt bitte zum... Wo ist mehr drin? 40.000. 60.000. Da fährst du mir zum Kuhstall 2 Milch abholen. Dann läuft das schon mal. So, Arbeit beendet. Wer ist er? Oh, der Drescher ist auch fertig. Guck mal hier. Habe ich nicht sogar einen Drescher-Parkplatz gemacht? Drescher-Zufahrt. Da fahren wir hin. Und du, mein Freund? Bist jetzt soweit auch fertig? Du kannst jetzt bei der Raffinerie abladen fahren. Oder brauchen wir Sonnenblumen noch für das Dingens? Für die Saatgutproduktion? Oder nimmt die das nicht? Die war weiter unten, ne? Nimmt die Sonnenblumen? Ne, nimmt sie nicht. Sonnenblumen sind hier nicht. Okay, dann können wir die hochbringen zur Raffinerie. Abladen. Los. Haben wir da nur einen Abfahrer gehabt? Glaube ja, weil hier ist keiner mehr zu sehen. Den brauchen wir noch, weil wie gesagt, er fährt noch eine kleine Runde. Das ist der Drescher, das passt. Okay, aber irgendwo da unten was rumstehen? Nee, haben wir nicht. Wird heute eine längere Folge, Chat. Wir sind jetzt schon bei 18 Minuten. Aber es nützt nichts. Es nützt einfach nichts. Bin ja sehr gespannt, ob wir morgen wieder kommen im... Im September kommen aber noch Silage-Missionen, richtig? Ja, ne? Ich glaube erst im November nicht mehr. Im September waren noch Missionen da. Das stört mich ein bisschen, ne? Wurde auch nicht angezeigt, dass es im Wachstum ist. Das stört mich wirklich. Sag ich ja, wie es ist. Verstehe ich nicht, warum das so ist. Oder habe ich, warte. Doch, habe ich. Wenn das hier angezeigt wird, dann habe ich es auch gemacht. Zwiebeln. Mal aktivieren. Wachstum. Nö. Komisch, oder? Echt komisch. Naja, man muss nicht alles verstehen. Wie voll bist du denn, mein Freund? 60. Okay, das ist schon mal gut. Brandmeister, grüß dich. Das ist auch gemacht. Das heißt, wir müssen morgen auf alle Fälle dann mit der Unkrautspritze durch die Gegend juckeln. Da kommen wir nicht drum rum. Achso, das ist der hier, ja.
Quatri, grüß dich. Ja, prinzipiell ist das immer noch das Ziel, ja. Prinzipiell, ja. Wo bist denn du jetzt hingefahren? Wo bist du hin? Alter, du fährst ja die Ehrenrunde, okay. Kann man machen, muss man nicht machen. So, wie sieht's da aus? Da müsste doch irgendwo ein Fahrzeug. Das ist er hier. Das passt. Wo ist der Drescher? Ist noch nicht da, ne? Nee. Komm, nicht so zögerlich, Mäuschen. Wir können es uns auch beide abklappern, oder? Der andere Kuscher liegt eh auf dem Weg, dann klappern wir einfach beides ab. Hier haben wir nur diese nur 60.000 Liter drin. Verkaufe ich einfach die Milch. Kann das nicht. Ey. Ja. Schau an der Hauswand. Meinst du, dass irgendwo an der Hauswand steht, der Drescher? Da ist er. Aha. Nein, war zu breit. Das Schneidwerk ist zu breit. Das war nicht die Hauswand, das war der Zaun. Okay, ist auch nicht schlimm. Das tut heute keinem mehr weh. 61.000 Liter, das passt. So, ich stelle jetzt nochmal die Molkerei ein. Und Chat, wehe. Wehe, ich ändere das nochmal, ne? Ich sag hier, Mommy selber. Ja, genau, Werner, vergiss es. Vergiss es bitte einfach. Das funktioniert nicht. Hast du alles nur im Überblick? Einen Tag raus und ich würde nichts mehr wissen. Ich habe lange nicht alles im Überblick. Wirklich nicht. Also es gibt ganz viele Sachen, die ich von einer auf die andere Folge nicht mehr weiß. Es gibt ganz viele Sachen, die ich von der einen auf die andere Woche nicht mehr weiß. Ich muss tatsächlich sagen, das ist auch ein Grund, warum ich das nur fast nur live mache, weil ich Sachen einfach nicht mehr weiß. Auch wenn ich mich noch so bemühe und anstrenge, man vergisst einfach Sachen, aber es gibt so viele Leute hier, die das Projekt verfolgen und die da wirklich aktiv mitarbeiten und die einfach, ich glaube sogar, dass es Leute gibt da draußen, die sich einfach Sachen aufschreiben. Glaube ich wirklich. Und die helfen mir dann immer. Die sagen mir immer, ja, du wolltest das und das machen, du wolltest das und das ansehen, du wolltest die und die Produktion machen. Ansonsten keine Chance, Yogi. Wirklich, null. Null. Ich würde mich auch immer interessieren, wie der liebe FedAction das Ganze macht. Schreibt er sich die Sachen auf oder macht er einfach, wie es kommt oder ich weiß es nicht. Heiko, ich wünsche dir was. Mach's gut. Ich werde ein Glas Wein auf euch trinken am Wochenende beim Weinfest. Ja, mach das mal, ne? Lass dir schmecken. Kopfkino, dann geht ihr für 8 Monate auch. Vielen Dank. Und David für 14 Monate. Danke, danke, danke. Er schreibt, er bleibt. Ja, aber... Also du kannst sicher, wenn ich mich jetzt noch hinsitzen würde und nochmal schreiben würde, da wäre ich mindestens eine halbe Stunde dran. Mindestens. Also ich würde es halt cool finden, es gibt ja so ein paar Dinge, gibt's ja, ne? Zum Beispiel ihn hier, den habe ich mal angefangen, den Arbeitsplan, aber das, bis du da wieder fertig bist, da vergeht eine ganze Folge, 2 Folgen teilweise, ne? Ich hätte gern so ein Notiztool im Ingame, nicht extern, Ingame, weißt du? Dass ich hier sage, hier, bab, Notizen und dann mache ich einfach nur ein leeres Blatt, wo ich mir Sachen draufschreibe. Das wäre so, ich weiß nicht, ist das so schwierig, aber irgendwie mal, es gibt es einfach nicht. Einfach nur eine Sache, wo du was reinschreiben kannst. Ein Editor ingame, reicht mir schon. Tablet, zum Beispiel, ne? Der Manuel grüßt den Hinky, ja gut. Das Labor hat einen Schluck Milch bekommen, yes. Dann gerne nochmal gucken. Es ist alphabetisch sortiert. Hier. Da ist Milch drin. 45.000 Liter. Das sollte reichen bis zum nächsten Tag.
So, dann schauen wir nochmal den Roder. Der ist voll, aber das ist ehrlich, das stört uns nicht vom Spulen her. Weißt du, was ich meine? Das ist vom Spulen her, ist uns das egal. Teilweise schreibt Fett sich während der Aufnahme Wasser, welches Feld angesehen. Ja. Ja, das Produkt Sounds hat, ist zwar gut. Das ist das hier oben. Das ist nicht schlecht, das will ich jetzt gar nicht sagen, weißt du? Aber wenn du so längere Sachen vorausschauend planst, dann ist das auch nicht das Richtige, ne? Weil es ist ja wirklich nur, wenn es akut ist. Dann schlägt das Tool aus. Und der Party wird auch gegrüßt. Sehr schön. Da hat Ralf geschrieben. Schreib doch einfach Patilexa, notiere folgendes. Ja, vergiss es, ey. Das würde nicht funktionieren. Glaube ich. So, Molkerei hat... Ja, Molkerei hat bekommen. Sehr schön. Dann können wir spulen, Chat. Wir haben es wirklich... Wir können spulen. Ich will nicht wissen, was wir alles machen werden dann, aber wir spulen jetzt noch bis zum nächsten Tag und dann machen wir auch Feierabend. Wir speichern nochmal vorher. Würde ich prinzipiell immer raten. Speichern. Nächster Tag, 7 Uhr. Wir hatten 530.000, ne? 510.000? Lol. Wir haben wieder ein bisschen Geld verdient. Es ist wieder hell. Leute, es ist Regen angesagt. Ich flippe aus. Was soll die Kacke? Wann? Ah, 12 Uhr. Okay, das müssen wir im Auge behalten. Und es sind 2 Tage. Sehr gut. Es sind jetzt 2 Tage ab sofort. Sehr, 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 sehr gut. Gut, liebe Leute, ich würde sagen, das war eine erfolgreiche Folge. Fast eine halbe Stunde. Läuft. 129.000, 121.000. Es schmeckt. Es schmeckt wieder richtig. 107.000. Ja. Ja, wir werden uns wieder zurechtfinden. Bin ich mir ziemlich sicher. Wir schauen jetzt nochmal ganz fix. Was ist alles reif? Nix, nix, nix. Hier ist ein bisschen was reif. Vielleicht wird es aber noch nachgesüngt. Das mag sein. Oh. Kann irgendjemand für mich nächste Woche übernehmen? Ich habe irgendwie eine Mandeloperation oder irgendwas habe ich nächste Woche. Irgendwie ist mir nicht so gut. Oh. Ich kann die ganze Scheißewiese nochmal mähen. Gut, liebe Leute. Bleibt dabei, wir sind fertig für heute. Herzlichen Dank fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gern... Daumen nach oben da. Ich mache krank. Vielleicht mache ich krank. Mal gucken. Es ist eine Katastrophe. Wir sehen uns heute Abend im Stream oder morgen in der weiteren Folge hier auf der Marsch. Ich freue mich. Macht's gut. Tschüssi. Bye, bye.